Also, hallo und herzlich willkommen zu dem wunderbarsten Ereignis des Jahres, dem ersten offiziellen Allison gehen Sie in die Linie, rückwärts Marathon zu Frau Holzwurst von Forbit aus Kugada Schlupe, gehen Sie bitte auf die Linie, das hier ist nicht die Linie, das ist ein Pferdepopo, also gehen Sie bitte auf die Linie. So, alle bereit machen. Dieses Knubbel hier kann auch auf die Linie gehen. So, bereit machen. Was ist Holzwurst? Holzwurst ist eine Wurst aus Holz. So, 5, 4, 3, 2, 1, los! Die ersten Leute sind sehr gut gestartet. Die haben rückwärts genauso viel Geschwindigkeit wie vorwärts. Einige Leute haben ein bisschen Startprobleme hier am Anfang und laufen noch auf der Stelle, weil sie völlig verwirrt geradeaus gelaufen sind. Aber wir sehen schon eine sehr elegante Linienführung hier. Doch manche schon direkt weiter vorne als andere. Fabiana auch hier gut weit vorne. Hortense hier vorne. Emma, Alessia. Dann haben wir hier auch die Mira, die hier auch gut dabei ist. Lola auch im vorderen Pulk mit dabei. Dorothy hier vorne. Oh Gott, das Schlupe auch wieder sehr gut gestartet hier vorne. Da sehen wir mal auch die Lana drüben, ist sehr, sehr gut mit ihren rhythmischen Bewegungen, kommt sie auch gut nach vorne. Doch wir wissen natürlich nicht, ob die Leute mit der veränderten Situation klarkommen. Wo geht es eigentlich lang? Wie ist eigentlich die Steuerung? Links, rechts oder rechts vor links? Das werden wir gleich alles noch erleben. Einige laufen hier lang, die anderen laufen auf der anderen Seite lang. Wir werden sehen, wer ist eigentlich schneller? Bringt es etwas, den Weg hier nach hinten zu gehen? Oder ist man bei der anderen Route doch früher wieder oben auf dem Weg? Wir sind gespannt, wie werden die Leute hier klarkommen, wo werden sich die beiden Teams wieder vereinen. Hier ist direkt mal einer der Streckenposten schwer verletzt am Rand schon und super verdächtig unterwegs. Wir gucken mal, hier kommt die Lana und Lola, die diese eine Gruppe hier anführen. Auf der anderen Seite drüben haben wir die Truppe, die hier den normalen Weg in Anführungszeichen zurückläuft, angeführt von Guadalupe und Stina und Hortense. Zoe auch noch drüben sehr gut mit unterwegs. Aber wann werden die beiden Teams sich vorne wieder an dem Loch in der Mauer vereinen? Beide Teams immer noch sehr gut dabei. Hier vorne immer noch Hortlana vor Lola, Conny, Alessia, Warscha und Charlotte. Hier sehr gut, ein kleineres Team. Aber beide Teams noch gut dabei. Nebenbei noch ein paar Blümchen mitnehmen für die mentale Erfrischung. Aber es sieht so aus, als wäre dieses Team hier doch ein wenig schneller. Aber da drüben sehen wir auch das andere Team. Soweit sind die beiden Teams gar nicht auseinander. Der erste Streckenposten mit einigen Erfrischungen und ein Schwamm fürs Gesicht gibt es hier natürlich bei dem Durchgang, wo sich die beiden Teams wieder vereinen werden. Und da können wir so ein bisschen einschätzen, wie gut die Teams so ein bisschen untereinander hier klargekommen sind. Da drüben sehen wir Lola. Da hat sich jemand umgedreht und wir haben es auf Kamera. Den Mogelversuch sehen wir hier und da haben wir es gesehen. Wir haben es alle auf Streckenposten und das ist die Disqualifikation für Lola Liondaughter. Buh. Und weiter geht's hier nach vorne. Guadalupe immer noch vorne. Gut mit dabei. Stina, Jasmin und wir haben hier Hortense, Mia und auch nochmal Diana, Zoe, Fabiana, Selena und Anna, die beide alle noch, die alle noch gut mit dabei sind hier. Hortense, Mia, Stina in der Verfolgergruppe. Vorne ist immer noch Guadalupe ganz weit vorne mit unterwegs. Verfolgt von diesem Dreierteam. Oh, oh Gott, da hat Mia gerade die Orientierung verloren. Da ist hier einfach mal der linke Schuh geplatzt und sie hatte kurz die Kontrolle über ihr Laufen einfach mal direkt verloren. Guadalupe immer noch vorne mit dabei. Wir nähern uns schon langsam, aber sicher dem Team. Eigentlich kann nichts mehr großartig passieren, außer hier kommt noch ein wilder Grizzly aus der Seite. Sowas kann natürlich immer vorkommen, aber sollte jetzt eigentlich alles soweit nicht passieren. Wo kommt denn jetzt gerade die Dorothy her? Hier haben wir noch Mia. Das Team hat sich so ein bisschen aufgebreitet. Die ganzen Safety Cars, die hier zwischenzeitlich hin und her reiten. Sophia hat auch komplett die Kontrolle verloren und läuft komplett verwirrt einfach mal geradeaus. Oh mein Gott. Und Anne eiert ein wenig. Ich glaube, sie hat ein bisschen Probleme hier, die Kontrolle über ihre Schuhe weiterhin zu finden. Sie läuft völlig nach links. Anne ist komplett verloren. Anne bleibt einfach stehen. Sie weiß nicht mehr, wo sie ist. Stina findet den Weg wieder langsam zurück.
Hier haben wir Guadalupe, die jetzt aber schon von Charlotte ganz gut eingeholt wurde und von Jasmin. Es wird immer enger, es wird immer enger. Das Team ist ziemlich eng dran, aber das Ziel ist auch schon in Sicht. Der Streckenposten, die Dame winkt schon. Die winkt schon die Leute herbei mit Kaffee und Kuchen. Wartet die Frau Holzwurst auf unsere Kandidaten. Und da haben wir doch dann auch unseren Zieleinlauf. Und Guadalupe ist hier vorne mit dabei. Vor Mia, Charlotte, Jasmin, Emma und Hortense.